Salut zusammen, jetzt ein Video, wo man ein bisschen mal schaut, macht es Sinn, seine Position vielleicht ein bisschen zu ändern. Also, today we look at the relationship between position risk and position size, also Positionsrisiko und Positionsgröße. So eben hier ist einfach das P&L eines Triangles abgebildet. Dann, jetzt wird es interessant, was vergleicht man? Macht es Sinn, einen higher probability Trade, also zum Beispiel macht es Sinn, einen Trade zu machen, der eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit hat, eben zum Beispiel ein 50-Delta-Triangle anstatt einen 16-Delta-Triangle, den man hier zum Beispiel, also 16-Delta, macht es Sinn, einen 5, nein, umgekehrt, das hier, Entschuldigung, also jetzt das, was ich jetzt in Blau hier einzeichne, das müsste der 16 Delta Strangle sein. Der hat eine kleinere Spanne, natürlich deshalb aber ein höheres Gewinnpotenzial. Sorry, so. Im Gegensatz zu dem hier, der 5 hat aber dann natürlich viel eine größere Abdeckung, wo ich hier gewinnen kann. Gut. Macht es Sinn? Okay. Eben man vergleicht. Man verkauft einen 16 Delta Strangle, Call and Put, gegen einen 5 Delta, also Call and Put Strangles. Und was mit speziell ist, man verkauft so viele Delta 5 Strangles, um den Credit des 16 Delta Strangles einzunehmen. Also dann, um diesen, man bekommt für einen 16 Delta Strangle viel mehr Credit als für einen 5 Delta Strangle. Und zwar in etwa 3,5 mal so viel. Also muss man jeweils 3,5, 5 Delta Strangles machen, um einen 16 Delta Strangle. Also muss man genau das gleich, die gleichen Einnahmen hat, damit man die ein bisschen vergleichen kann. Macht es vom Risk-Reward. Das ist immer das eines der wichtigsten, ist Risk-Reward. Meistens ist es umso mehr Risiko, umso mehr Reward. Die Frage ist nur, eben, Straddles, sehr viel Risiko, sehr viel Reward. Frage ist, macht es Sinn? Wie im letzten Video gezeigt, eben, eine Diversifikation ist immer gut, aber eben, hier wird verglichen, einfach mehrere 5-Delta-Strangles, die einen höheren Pop haben. Gibt auch immer wieder, wo ich sehe, in Foren oder wo auch immer, sehr viele sind sehr risikoavers und gehen eben mega, mega, mega weit aus der, also raus aus dem Geld, eben diese, weiß nicht, 5 oder noch tiefer. Ja, eben, man hat einen höheren Pop, man hat wahrscheinlich auch eine P&L, die nicht so hoch schwankt, aber macht es Sinn. Das mit der P&L, habe ich hier noch eine lustige, interessante Auswertung, komme ich noch drauf. Gut. Dann eben, wenn man natürlich diese 5 Delta Strangles, muss man dann natürlich schauen, sie haben weniger Risiko, braucht natürlich mehr Buying Power. Und deshalb ist die Frage, also die 5 Delta Strangles müssen natürlich die 16 Deltas brutal outperformen, damit man das ROC, Return on Capital, natürlich erreicht, weil sonst natürlich die P&L from Trade, wenn die bei den 5 Deltas höher ist als bei den 16 Deltas, allerdings die Buying Power hier, die heißt larger, eine viel höhere Buying Power braucht, ist schlussendlich das Return on Capital auch wieder kleiner. Gut, dann schauen wir uns das Ergebnis an. Auf den ersten Blick denkt man, eben, für mich ist immer der erste Blick ist Average P&L per Day. Und zuerst, als ich das sah, 3,40, 5,50, wow, weit aus dem Geld ist doch besser, hat höhere Gewinnrate, ja, P&L in etwa gleich. Gut, man muss immer sehen, das sind natürlich 3,5 Strangles, die man hier macht, diesen 5 Delta. Also das ist immer 3,5 und das hier ist einer. Und das ist auch dann wieder gleich der Konsens. Man macht zwar mehr auf P&L per Day, allerdings natürlich hier mit 3,5-facher Buying Power, die man dann braucht. Und
dann, ja, schon ein bisschen, also das Return on Capital wird weniger sein. Dann, however, this slightly better P&L, also eben, man hat ein bisschen, okay, ich finde, es ist ein bisschen mehr als nur ein bisschen, aber das ist Ansichtssache. Hier schaut man vor allem auch die Historical Standard Deviation, also die Standardabweichung. Wie hat eben, wenn ich hier mein Konto habe, wie hat es performt? Also wie waren diese Swings? Ist das jetzt so? Oder waren die Swings vielleicht, wow, geht ganz hoch rauf, dann aber wieder weiter runter, geht nochmal weiter hoch, wieder weiter runter, geht wieder hoch und bin ich schlussendlich ein bisschen höher, aber ich hatte hier wieder viel höhere Swings, also mein Minimum, Maximum, viel höher. Scheiße gezeichnet als hier. Also ihr seht, das Blaue sollte ja drin sein. Also irgendwie beim letzten Video ist dieser Swing sind da viel höher. Und wie ihr seht hier bei dem, das hier ist der 16 Delta Strangle, der hat eine Standardabweichung von 32 Dollar. Also so hat das hier geschwankt. Und wenn man dann das andere nimmt, hat zweimal so viel, also doppelt, das hat hier doppelt hochgeschwankt, doppelt runtergeschwankt, doppelt hochgeschwankt, doppelt runtergeschwankt. So, jetzt kann man das vergleichen. Das hat doppelt so hohe Schwankungen. Eben, man hat schlussendlich mehr Profit, man hat aber eben auch die höheren P&L-Swings. Und ja, eben, man hat ein bisschen mehr Return, natürlich, man hat ein bisschen mehr, aber das hier, diese Swings, das ist eigentlich ja das auch bezeichnet, wie viel Risiko habe ich. Und das Risiko ist einfach viel höher. Eben, nochmal wieder, wenn ihr weit aus dem Geld verkauft, ja, ihr seid brutal weit weg, es wird wahrscheinlich auch nicht erreicht, aber wenn es dann mal gegen einen läuft, man hat so einen kleinen Kredit, man verliert so schnell so viel Geld und dann ist eben das Risk-Reward ist da schlechter. Und deshalb 16 Delta oder geht noch ein bisschen mehr, wie ich das produziere, das ist dann aber schon wieder jeder selbst, aber kommt ein bisschen weg von dem ewig weit weg sein. Also eben, das ist dann das Picking up, also mal Münzen aufsammeln vor dem Steamroller, also vor der Walze. Weil irgendeinmal überrollt sie euch und dann, ja, sind die ganz schönen Gewinne von lange weg. Okay. Takeaways. Increasing size in high probability trades can oftentimes be riskier due to increased tail risk. Eben, es ist einfach riskanter, weil man dieses, Black Swan Event, wenn das passiert, dann hat man aber vorher weniger Einnahmen, die dann gegenüberstehen einem hohen Verlust. Immer muss auch mehr Buying Power aufnehmen und die Returns on Capital R sind einfach auch schlechter da. Und eben, wenn man versucht, weiter wegzuschreiben, es bringt ein bisschen was immer, aber man hat dann halt höhere Swings, wenn man den gleichen Profit machen will. Sonst macht man natürlich einfach weniger Profit, wenn man jetzt nur einen Standard Deviation oder nur einmal diesen 5 Delta Strangle mimikt. Okay, gut. Hoffe auch wieder ein bisschen Input, wo ihr hier seht, ja, wie funktioniert das Ganze? Eben dieses 16 Delta, das hat schon vom Risky Board einen sehr interessanten Standpunkt. Bei einem Strangle, wenn ich direktional bin, bullish oder bearish, gehe ich persönlich auch noch ein bisschen näher ran. Okay, wünsche ich euch einen schönen Tag, macht's gut, mega schnelles Video, mal unter 10 Minuten, top. Fragen, Antworten, schreibt's rein, Daumen hoch, Fingerle hoch, hab ich immer Freude und teilt das Video sonst auch und freue mich über alle Zuschauer und Reaktionen. Fragen eben, fragt. Gut, okay, macht's gut, tschüss.